Hallo, heute zeige ich euch die Streetwear-Modellage in Gel. Nach der gründlichen Vorbereitung des Naturnagels, Zurückschieben der Haut und leichtes Anbuffern der Nagelplatte und den Formfallen des Naturnagels setze ich die Schablone an. Und die Schablone muss ich für jeden Nagel individuell schneiden, da wir ja nicht die Möglichkeit haben, uns zig Schablonen auf Lager zu legen, in zig verschiedenen Größen, was auch eigentlich überhaupt nicht funktioniert, ist es immer besser, die Schablone halt passend für den jeweiligen Naturnagel zurechtzuschneiden. Das mache ich hier. Ich habe hier ein ziemlich starkes Hyponychium, also ziemlich ausgeprägt. Und dann schneide ich die Rundung, passe dann die Schablone wieder an. Und erst wenn ich das Gefühl habe, dass sie wirklich richtig unterm Naturnagel sitzt, schneide ich rechts und links, wo das Ende der Rundung in den Nagelfalz endet, so kleine Bananen ein. Und dann kann ich die Schablone gut ansetzen. Ich habe in einem gesonderten Video euch mal ganz genau erklärt, wie man eine Schablone passend für einen Naturnagel einschneidet. Dann trage ich den Dehydrator auf. Das ist der Nail Prep. Der wird schön satt aufgetragen. Und dann wird der Bonder ganz dünn in den Nagel einmassiert. Und einmal in der UV- oder LED-Lampe durchgehärtet. Dann wird die Verlängerung mit Fiberglasgel gearbeitet. Dazu trage ich vorher eine dünne Kontaktschicht auf den Naturnagel auf. Und ein größeres Bällchen direkt auf die Schablone. Und dann modelliere ich die Verlängerung und lasse die Verlängerung direkt in die Kontaktschicht laufen, sodass quasi zwischen Schablone und Naturnagel so eine kleine Rampe entsteht. Und dann habt ihr einen ganz glatten Übergang zum Naturnagel und könnt darauf gleich gut weiterarbeiten. Die Ecken schön sauber ausmodellieren, dass keine Löcher oder Kanten entstehen. Das Ganze wird 30 Sekunden in der UV-Lampe oder 15 Sekunden in der LED-Lampe angehärtet und dann kann ich mit der Pinchzange vorsichtig die Spitze zusammendrücken und in dem Zusammendrücken löst sich die Schablone. Das merkt man schon, wenn man die Zange ansetzt und immer wieder drückt, dann löst sich die Schablone von ganz allein. Und wichtig ist immer beim Schablonelösen nach unten hin wegdrücken, sonst reißt ihr euch diese dünne Spitze wieder ab. Das ist ganz wichtig. Dann wird die Klemme angesetzt und die komplette Zeit in der UV- oder LED-Lampe durchgehärtet. Jetzt trage ich Make-up-Gel auf. Wieder die dünne Kontaktschicht, wie immer. Diese dünne Kontaktschicht ist wichtig, wenn ich gleich mehr Material auftrage, läuft das Material nicht in die Ränder, sondern bleibt am Ende der Kontaktschicht stehen.
schön saubere Smile einlegen. Im Negativ. Und auch diese Schicht wird in der LED- oder UV-Lampe durchgehärtet. Jetzt nehme ich mit einer trockenen Zellette, das ist wichtig, die Dispersionsschicht ab und feile kurz mit der Holzfeile die Smile-Line nach. Das ist wichtig, die Dispersionsschicht mit der trockenen Zellette abzunehmen, weil ich den Nagel nicht mehr feile. Wenn ich trocken abnehme, kann ich einfach weiterarbeiten. Gut entstauben und die erste Schicht French White Gel auf die Spitze auftragen, aber nicht die Smile-Line bis hinten hin arbeiten, sondern eigentlich nur grob die erste Schicht arbeiten. Die kann man ziemlich zügig auftragen. Und nicht zu dick. Die stark pigmentierten weißen Gele dürfen nicht zu dick gearbeitet werden, weil das Licht sonst nicht durchgeht und der Nagel oder beziehungsweise das Weiß nicht durchhärten würde. Auch diese Schicht wird in der UV- oder LED-Lampe durchgehärtet. Jetzt trage ich die zweite Schicht weiß auf und jetzt arbeite ich ganz penibel, sauber die Smile-Line aus und docke an meinen Make-up an. Schön bis in die Flügel. Ich nehme im Moment vorzugsweise nur noch den Nail Art Pinsel Größe 0 dafür. Den Android 2 kann man auch super dafür nehmen. Nach dem Härten in der UV- oder LED-Lampe arbeite ich jetzt wieder mit Fiberglasgel. Ihr könnt auch genauso gut mit Clear Builder oder auch Pink Builder arbeiten. Wieder die dünne Kontaktschicht auftragen, ganz sauber, nicht die Haut berühren. Jetzt arbeite ich komplett den Aufbau, also eigentlich den fehlenden Aufbau, mit dem Cleargel nach. Ich brauche ja gar nicht mehr viel Aufbau, weil ich ja das Make-up schon drunter habe. Ich gleiche eigentlich nur noch meine Arch aus. Über den Weiß. Ich modelliere mein Clear so, als wenn ich eigentlich gleich nicht mehr feilen wollte oder dürfte. Zum Ausgleich auf der Spitze benutze ich gerne das Gel in Fäden. Kann man jetzt hier schön sehen. Da unser Gel super selbstnivellierend ist, legt sich die Oberfläche einfach glatt zurecht. Das Ganze wird wieder komplett in der Lampe ausgehärtet. Die Dispersionsschicht mit Cleaner entfernt. Und nun kann ich anfangen zu feilen. Erst die Seitenlinien. Die unteren Seitenlinien. Dann feile ich die Form. Die Streetwear-Modellage hat eine 45 Grad Winkelung
und leicht abgerundete Ecken. Dann fahre ich die Oberfläche. Fein, fein. Ränder. Ich brauche eigentlich nicht mehr viel Fein. Ich habe ja schon gut modelliert. Man kann jetzt schön sehen, in der Mitte die dunkle Stelle. Das ist mein Apex. Und ein bisschen weiter unten, die 6 habe ich ja noch nicht gefeilt. So, jetzt feile ich die 6. Wer meine Schulungen kennt, wird auch meine Feilschritte erkennen. Mit der Holzfeile wird immer noch mal die Seitenlinie nachgefeilt, kontrolliert, dass ich auch bloß, gerade bei Gel, bloß keine scharfen Ecken oder Kanten habe. Und nach dem Buffern und Entstauben wird noch versiegelt. Und was mache ich wieder? Natürlich meine Kontaktschicht. Wie immer. Ganz dünn die Kante vorne versiegeln, die Seiten versiegeln, bis oben hin arbeiten. Ganz nah an die Haut, aber nicht die Haut berühren. Auf die Seiten achten, es darf keine matte Stelle mehr zu erkennen sein bei der Versiegelung. Und wenn ihr so alle Nägel versiegelt, könnt ihr 5 auf einmal versiegeln. Das mache ich immer so. Es läuft euch nichts in die Ränder, vorausgesetzt, ihr habt die Kontaktschicht wirklich dünn gearbeitet. Und dann halb satt nochmal drüber. Dann aushärten, Dispersionsschicht entfernen und zum Schluss nochmal ölen. Ich trage das Öl nie mit dem Pinsel auf, weil der Pinsel für die Kundin ist, nicht für das Studio. Wenn ich an jede Kundin mit dem Pinsel arbeiten würde, wäre das für mich kein hygienisches Arbeiten. Deswegen trage ich das Gel immer auf ein Wattepad auf und massiere das Öl ein. So, ich hoffe, euch hat die Step by Step gefallen und freue mich aufs nächste Video. Tschüss! Thank you.